Also, bitteschön. Mindestens, ja, weil wir nämlich der Auffassung sind, dass Leute wie Skupin das eigentlich gar nicht wiederholen könnten, was im ersten Durchgang gezeigt worden ist. Bei aller Ehrerbietung, aber kann ich mir schwer vorstellen. Trotzdem, Horst sagt niemals nie, springen wird der Busch kennen. Und es kann ja auch sein, dass man zweimal gute Bedingungen hat. Ja, das ist sicher. Aber das schaut nicht so aus. Die Normalität hat ihn irgendwo eingeholt. Das ist typisch für solche Wettkämpfe. Fortuna, der ja, wann war es, 80? In den USA Olympiasieger geworden ist. Nee, ich glaube, das war die Olympiade in Sapporo. Ah ja, wo er mit einem Glücksflug die Goldmedaille geholt hatte. Und das war eben das berühmte Beispiel dafür, was alles möglich ist, wenn der Wind so unterschiedlich bläst. Deshalb habe ich auch vorhin zu ihm gesagt, hat Wojtek Fortuna.